Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Audemods 3. Was geht ab, ihr Portalschlüsselminister, Poliercreme-Besorgassistenten? Willkommen zurück zu einer Unterassistentinnen, zurück zu einer neuen Folge Audemods 3. Wir sind jetzt hier wieder am Start heute und wir machen weiter mit einer Sache, die ich gerade im Intro schon gespoilert habe, und zwar mit Portalen. Denn die letzte Zeit war ja ein bisschen sehr techniklastig, die hier in Audemods war, und teilweise auch so ein bisschen überlagernd mit Skybird, was ich gar nicht so cool finde, denn ich mag es nicht, wenn wir zwei Projekte gleichzeitig hat, wie zum Beispiel mit Skybird und Audemods. Aber man in beiden Projekten mehr oder weniger dasselbe sieht. Das hat schon angefangen mit Mystical Agriculture, das ich hier gemacht habe. Theoretisch eine ziemlich coole Mod und es bringt eben auch viel, aber ich habe sie eben in Skybird schon gemacht und dann hier auch noch und das überlagert sich dann, das ist dann immer ein bisschen doof. Und gerade auch mit dem Void Resource und Void Ore Minern. Dafür gibt es heute eine Mod, die es in Skybird absolut nicht gibt, die ich aber ziemlich cool finde und die auch geupdatet wurde und vieles Neues, viele neue Features, viele neue Sachen, glaube ich, beinhaltet. Deswegen gucken wir uns die heute mal an. Die Rede ist von keiner geringeren als dem Twilight Forest. Und da wollen wir heute rein. Der Twilight Forest ist praktisch ein anderes Biom. Nein, nicht ein anderes Biom, eine andere Welt. Also der zwielichtige, heißt das Twilight? Keine Ahnung. Der Twilight Forest, einfach eine andere Welt. Viele von euch kennen den wahrscheinlich schon von früher. Allerdings ist er jetzt eben neu in der 1.12 und deswegen wollen wir dahin. Ich bin erstmal gespannt, ob das Portal immer noch so funktioniert wie früher. Das wäre ziemlich cool. Wenn nicht, dann wäre es nicht so cool. Aber da müssen wir uns dann auf jeden Fall drum kümmern. Ich wollte ja hier drüben so ein kleines Gebäude haben, wo wir unsere Portale haben. Das heißt, wir setzen unser Twilight-Portal auch einfach mal hier direkt daneben und das bauen wir dann wieder aus, wenn es cool wird. So, zu dem Twilight-Portal. Normalerweise baut man das so, dass man ein 2x2-Loch hat, in das man Wasser kippt. Und um dieses Loch macht man ganz viele Blumen, beziehungsweise verschiedene Arten von Pflanzen, also Pilze, Blumen, Gras, lauter solche Dinge. Und dann wirft man dort einen Dia rein und dann entsteht praktisch das Portal zu dem Twilight. Und das wollen wir natürlich gerade mal gucken, dass wir das hinbekommen. Das heißt, wir wollen irgendwelche Blumen. Ich glaube sogar, Botania funktioniert. Das heißt, wir könnten uns hiervon auch ein paar Blumen nehmen. Es können aber allerdings auch nur zum Beispiel Poppies oder Dandelions oder sowas sein. Das heißt, da kann man einfach machen, was man will. Und wir nehmen uns auch mal ein paar Dandelions. So, haben wir irgendwelche Mushrooms? Mushroom? Ja, haben wir tatsächlich auch. Dann können wir die auch noch drumherum setzen. Und dann sieht es da, glaube ich, schon mal relativ nice aus. So, das heißt, okay, Mushrooms können wir hier nicht platzieren. Dafür ist es wahrscheinlich ein bisschen zu dunkel. Aber die ganzen anderen Blumen können wir platzieren, wie die Dandelion. Und die können wir wahrscheinlich auch nicht platzieren. Ne? Nope. Okay, dann setzen wir hier noch eine hin, weil ich glaube, die Ecken müssen nicht mal bestückt sein. Und jetzt bin ich gespannt, ob es immer noch so funktioniert. Ich hoffe sehr. Wenn nicht, dann müssen wir es leider mal neu machen. Aber es hat funktioniert! Jawohl! Advancement Made Twilight Forest. Okay, das ist also unser Portal zum Twilight Forest. Ziemlich, ziemlich cool. Das heißt, da können wir jetzt reinhüpfen. Und ich glaube, wir haben auch alles unsere Kobalt-Pickaxe, könnte man mal reparieren. Wir haben, glaube ich, alles dabei, was wir benötigen. Und da sollte sich... Nein, wir haben kein Kobalt mehr. So. Oh, nee. Okay, dann müssen wir... Oh, warte mal, wir haben doch Kobalt-Essenz, oder nicht? Habe ich mir keine Kobalt-Essenz gemacht? Nein, ich habe mir wirklich nur Manualing gemacht. Goddammit, dann schmelzen wir ganz kurz ein bisschen Kobalt, reparieren unsere Tools und dann sind wir, glaube ich, ready to go. Viele von euch haben mir auch geschrieben, dass ich mit den Atomic Disassembler machen soll. Und ich habe schon drüber nachgedacht, aber irgendwie finde ich das Tool immer so stark. Keine Ahnung. Ich meine, es ist ein super cooles Tool und es ist auch sehr, sehr stark, aber... Naja, mal gucken, ob wir uns den noch machen. Also, wer den Atomic Disassembler nicht kennt, der Disassembler auch genannt, es ist ein Mechanism-Tool und es ist sehr stark. Das heißt, es ist praktisch Axt, Schaufel und Pickaxe in einem. Es kann super schnell abbauen, es kann auch mit Weinminer abbauen, das heißt gleich mehrere Blöcke, die zusammenhängen. Wenn man Farm geht, ist es super praktisch, weil man zum Beispiel gleich eine ganze Erzader abbauen kann. Wäre für den Anfang vielleicht noch sinnvoller gewesen, aber jetzt müssen wir mal gucken, ob wir es den noch machen. Ich meine, unsere Tools, müssen wir mal schauen. Ich meine, er hat doch viel Attack Damage, ne? Das ist halt auch noch die Sache. Das heißt, man kann den auch als Schwert oder so benutzen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht bleiben wir bei einem Schwert und einem Disassembler, dass wir den dafür ersetzen. Gucken wir einfach mal in der nächsten Folge oder so. Oder Oskin, schaue ich mir mal an, wie gut der noch ist. Und dann können wir uns darüber weiter unterhalten oder das Ganze entscheiden. Ich habe mein Backpack ja dabei. Eine andere Sache, die ich gerne machen würde, wäre vielleicht ein Ender-Backpack. Wie wäre es denn damit? Dass wir, nein, wo ist unser Backpack? Add Ender. Hier ist er. Ender Pouch, genau, nicht Ender Backpack. Okay, dafür brauchen wir noch ein bisschen Blaze Powder. Das kriegen wir, glaube ich, hoffentlich. Oh Gott, auch noch zusammen. Nein, haben wir echt. Oh nein, habe ich eine Blaze Essence gemacht oder sowas? Nein, dafür hat uns ein Blaze Rod, glaube ich, gefehlt, ne? Und jetzt habe ich genau ein Blaze Powder zu wenig. Kriegen wir hieraus nicht irgendwie Blaze Powder? Ich meine, wir kriegen daraus irgendwie Blaze Powder.
Zumindest in einem anderen Projekt. Oh, wir können Glowstone mit Redstone übergießen, bekommen daraus Blaze Powder. Okay, dann machen wir das einfach ganz kurz. Ich meine, besser als jetzt hier ein bisschen ewig oder erstmal in den Nether und sowas zu gehen. Und wir brauchen ja nur eins. Und eigentlich hatte ich auch gedacht, wir haben uns schon mal ein Ding gemacht, aber das haben wir wohl doch noch nicht. So, Redstone kommt hier rein. Ich weiß gar nicht, wie viel es darin benötigt. Können wir nochmal ganz kurz nachgucken. Wie viel? Na, komm schon, andersrum, so rum. Ja, jetzt passt. Wie viel brauchen wir dafür? Fluid Transposer, wo bist du? Keine Ahnung, aber das reicht schon. Das heißt, das übergießen wir jetzt hier mit 400 Millibuckets und wir brauchen 200. Okay, dann kriegen wir sogar zwei Blaze Powder raus. Ausgezeichnet. Und damit können wir uns jetzt den Ender Pouch machen. Zack. Und das Coole darin ist, wir können diesen Ender Pouch jetzt einfach mitnehmen und den auf unsere Ender Chest linken. Die haben wir jetzt hier hinten. Und die importiert ja dauerhaft unsere ganzen Sachen. Das heißt, unsere Essenzen von der Farm, genauso wie unsere Sachen von der Mobfalle. Und wenn wir hier Shift-Rechtsklick drauf machen, dann ist dieser Ender Pouch hier drauf gebindet. Und wir können jetzt einfach, wenn wir Müll hätten, können wir den einfach hier in den Pouch legen. Egal von welcher Dimension, wenn wir unterwegs sind, im Nether einfach so weit weg, können wir das hier reinlegen und wir sind direkt da. Ich meine, wir können auch unser Terminal benutzen, klar, dann brauchen wir aber die Energie. Aber so ist das schon mal ziemlich nice. So, okay, Spitzhacke reparieren und dann geht's ab. So, alle Tools repariert und wir gehen durch das Portal in das unerwartete Nichts. Wow, okay, whisking you off to the Twilight Forest. Das ist ja mal ein cooler Loading Screen. Das ist echt ziemlich cool. Okay, auch mit dem Baum, der hier unten rumwifft, da bin ich echt mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie sich Twilight Forest verändert hat in den anderen Versionen oder in den neuer Versionen. Jetzt, das letzte Mal habe ich ihn in der 1.10 gespielt, in der 1.7 gespielt und da war er eben immer so, wie er immer war. Aber ich bin wirklich gespannt. Es gibt auch so super viele coole Materialien, die ich haben will aus dem Twilight Forest. Deswegen bin ich da echt gespannt, tatsächlich. Aber es dauert so lange. Wow, okay, da sind wir. Und wir sind direkt in einem Schneebiom gelandet. Das ist natürlich nicht so cool. Und da sollten wir uns auf jeden Fall drum kümmern, denn ich wusste gar nicht, dass das geht. Krass. Okay, ganz kurz zum Twilight Forest. Eine ganz kurze Info. Was hast du für ein Buch? Willst du mir das geben? Oder muss ich dich dafür töten? Okay. Ist das ein Buch für das Twilight? Nein, das ist Notes on the Icy Cave. Okay, an Explorer's Notebook covered in Frost. Das ist ziemlich cool. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob wir uns das richtig angucken können. Ganz kurze Hintergrundinfo zum Twilight Forest. Wir sollten uns hier auf jeden Fall mal das Ding markieren. Wie komme ich wieder zurück? Warum haben wir hier kein Portal? Hier sind ein paar Pinguine, aber theoretisch sollte hier irgendwo ein Portal sein für uns, das wir benutzen können, um wieder nach Hause zu kommen. Okay, ich weiß nicht, wo unser Portal ist, aber wir gehen einfach mal wieder hier raus und gehen mal hier rüber. Hier sollte es nämlich gleich nicht mehr schneien. Genau, das ist perfekt. Vielleicht ist hier irgendwo unser Portal, da müssen wir nochmal danach suchen. Jetzt aber ganz kurz die Info zum Twilight Forest. Normalerweise ist es so, dass man... Da ist unser Portal. Okay, warum auch immer das jetzt hier ist, aber ich bin zufrieden. Normalerweise hätten wir wahrscheinlich hier rauskommen sollen. Es macht nämlich keinen Sinn, dass wir in einem Biom rauskommen, das wir noch gar nicht betreten dürfen. Denn der Twilight Forest ist praktisch gestaffelt und das Erste, was man hat, ist unter anderem dieser Tempel hier, den man praktisch erstmal erledigen muss und den Boss davon töten, damit man in andere Biome, wie zum Beispiel dieses Schneebiom hier drüben, fortschreiten kann. Dafür gibt es so eine Karte, das hat man hier, das ist die Blank Maze Map. Wir wollen eine Blank Magic Map, genau. Dafür brauchen wir noch diese Magic Focus. Oh, es gibt sogar mehrere, cool. Genau, dafür braucht man diese Magic Map Focus und dafür braucht man eine Feder eines Raben und die befinden sich meistens in der Nähe von diesen Obsidian-Säulen. Das heißt, hier sollte sich auch irgendwo ein Rabe befinden. Da haben wir einen. Zack. Und jetzt haben wir hier vier Rabenfedern und die können wir jetzt benutzen. Zum Glück haben wir unser Terminal mit dabei, um hier drin nach Ed Twilight zu suchen. Kann sein, dass wir noch mehr Sachen davon brauchen. Und dann können wir uns hieraus nämlich diese neue Karte machen. Genau, die Torchberries brauchen wir noch. Die findet man meistens in Höhlen. Das heißt, die hängen da oben an der Decke. Da sollten wir auch mal ganz kurz nachgucken, ob wir irgendwo welche haben. Haben wir irgendwo eine Höhle, in die ich gehen kann? Hier. Aber leider keine Torchberries. Dann gucken wir weiter, bis wir Torchberries gefunden haben. Und dann können wir uns schon hier vielleicht... Bitte, bitte Torchberries. Dann können wir uns gleich diese Map hier craften. Oh, ein Spawner. Lol. Okay, das ist unerwartet. Mit irgendwelchen komischen... Oh, Abyssecraft-Monster. Shadow-Monster. Habe ich noch nie gesehen. Das ist immer cool. Oh, ich dachte gerade, das ist auch ein Mob. Okay, ist aber nur ein Brute. Mana-Steel, Copper, ein Lexica Botania. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Orangene Rune. Oh, oh. Schon wieder so Schattenmonster. Okay, wir müssen hier gleich wieder raus. Das Coole ist ja, wir haben jetzt sehr, sehr starke Rüstung. Ne, mit unserer... Supreme Rüstung. Ich lasse den mal hier stehen, glaube ich. Ich will den nicht abbauen. Okay, weiter nach Torchberries suchen und dann sehen wir uns gleich, wenn wir welche gefunden haben. Hier unten haben wir welche. Perfekt. Die bauen wir ab und dann kriegen wir daraus Torchberries und hiermit können wir uns jetzt unsere Blank Map machen, beziehungsweise erstmal die Feder und dann daraus unsere Map, wenn wir noch genug Papier hätten. Aber das... Nein, warte was, wir haben kein Sugarcane mehr. Das kann doch fast nicht sein. So, das... Nein, wir haben echt kein... Lol, wir haben keinen Zuckerrohr mehr zu Hause.
Ich habe gedacht, wir hätten so super viel davon. Okay, hier steht wenigstens ein bisschen Zuckerrohr und ich glaube, damit sollten wir jetzt genug haben, um uns die Map zu bauen, wenn wir die gleich hier drin haben. Genau, ein Papier fehlt nämlich noch und das machen wir jetzt so und dann haben wir hier unsere Blank Map. Ausgezeichnet. So, perfekt. Das Ding können wir jetzt hier gleich aufmachen. Wir gehen mal wieder Richtung unseres Portals hier hinter und zu dem anderen Dungeon, den wir da haben. Und dann können wir gleich unsere Map aufmachen und uns hier ein bisschen umgucken. So, da ist unsere Map und hier seht ihr jetzt die ganzen verschiedenen Biome und Bosse, die wir haben. Und das Erste, was wir erledigen müssen, ist nicht etwa dieser Tempel hier, denn ihr seht, der ist gerade so gesehen noch gesperrt, sondern wir wollen erst einen Naga haben und die haben wir, so wie es aussieht, hier drüben. Die Naga ist eine riesige Schlange, kennt man vielleicht auch so, und die müssen wir praktisch besiegen. Genau, hier sind wir in dem Naga Maze und dann kriegen wir die erste Sache. Da ist sie. Okay. Hat sich, glaube ich, gar nicht so viel verändert, ne? Die sind immer noch so aus wie früher. Wow, und es leckt ein bisschen. Okay. Wahrscheinlich, weil er gerade noch irgendwas generiert und jetzt töten wir einfach die Naga. Holy moly. So, Naga ist fast kaputt und da ist sie komplett down. Yeah, jetzt haben wir eine Go Reach Naga Hunter. Und das Coole ist, dass man hier immer so Trophäen bekommt. Hier war irgendwo eine Spinne. Die wir jetzt hier haben, zum Beispiel diese Naga Trophy. Und die können wir uns alle zu Hause aufstellen. Was ich ziemlich cool finde, als Deko, aber auch einfach so. Und wir können jetzt hier schon mal die ersten Sachen hier einfach wieder direkt in unseren Pouch werfen, damit die zu Hause abgesogen werden. Genauso wie die Naga Trophy natürlich. Nice. Okay, das ist ziemlich cool. Und ihr seht auch hier schon wieder super viele Steine, wie zum Beispiel diese Naga Stones hier. Die war alle benutzen können, um zu bauen. Und jetzt sollte, glaube ich, sogar unser Tempel hier drüben freigeschalten sein. Oder das riesige Gebäude hier, das große Schloss. Das ist nämlich dann das nächste. Genau, jetzt seht ihr, die gelben Linien sind weg oder grün. Und wir können jetzt hier einfach reingehen. Das heißt, wir können jetzt den nächsten König töten. Das ist die Twilight Lich oder der Lich King. Der Lichtkönig, oder? Nein, nicht Licht. Wir haben keine Türe. Müssen wir uns wirklich hier reinbauen? Scheinbar, okay. Dann sind wir drin und wir haben hier natürlich auch super viel Loot, ne? Das heißt, wie ihr seht, wir haben zuallererst mal eine ganze Menge Bücherregale, was ziemlich cool ist, weil wir Bücher oft brauchen. Iron Leggings und Protection, aber auch so eine ganze Menge andere Sachen, die wir auf jeden Fall mitnehmen können und hier alles Mögliche erkunden. Und hier drin gibt es jetzt eine ganze Menge an Spawnern, die wir natürlich auch ausschalten müssen. Aber erkunden wollen wir auch. So, guck mal, hier haben wir direkt einen Monster-Spawner. Ich weiß nicht, ob ich die alle abbauen sollte. Um ehrlich zu sein, hole ich mir mal ein paar Fackeln, damit wir die vielleicht erstmal disablen, weil ich weiß nicht genau, ob es hier coole Möglichkeiten gibt, irgendwas mit Spawnern zu machen. Und wenn ja, dann würde ich mir in den Arsch beißen, dafür die alle abgebaut zu haben. Okay. Gut, hier scheint es. Okay, hier rüber geht's noch. Und da oben ist schon wieder ein Spawner. Gut, okay, ich erkunde hier mal ganz kurz ein bisschen weiter. Wenn was Interessantes ist, melde ich mich zurück und ansonsten sehen wir uns bei dem Boss wieder. Okay, ich glaube, die einzelnen Türme nebenbei, die erkunden wir jetzt einfach mal nicht, sondern wir gehen direkt straight hoch, denn das ist so gesehen der Haupttower. Und hier befindet sich auch in der Mitte oben der Boss, gegen den wir kämpfen müssen. Da bin ich gespannt, ob er sich verändert hat. Oder die Königin ist ja, glaube ich, sogar eine Sie. Obwohl es hier nicht um Geschlechter gehen muss. So. Und dann bin ich gespannt, wirklich, wie, ob er sich verändert hat. Und wenn ja, wie er sich verändert hat. Boah, ich dachte schon, die macht mich jetzt kaputt. Ne? Ich hasse es, vergiftet zu sein. Bringt ihm keine Rüstung, bringt einem irgendwas dagegen. Also klar, Büffel oder so schon. Aber sonst nicht so viel. Okay, da sind wir. Wir sind fast oben. Aber wir hatten gar keine Bücher. Ah, da sind Bücher. Ich wollte mich schon beschweren, dass wir keine fliegenden Bücher hatten. Aber natürlich hatten wir welche. So, dann gehen wir nach oben und kämpfen gegen den nächsten Boss. Und das ist eben, wie gesagt, die Twilight Lich. Da sind wir. Dieses Ding schleudert jetzt diese Enderperlen und die müssen wir zurückschlagen. Und seine Genossen müssen wir auch töten. Aber nein, wir müssen erst die Enderperlen zurückschießen, wenn wir das irgendwie können. Los, schieße! Nein, das war jemand anders. Wir müssen irgendwie schaffen, seine Schilder kaputt zu machen. Davor können wir nämlich nichts tun. Mit einem Rapier könnte man ihn tatsächlich direkt hauen, weil der praktisch die Armor penetriert. Und dann kriegt man die Sachen hier direkt wieder raus. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt hat er nur noch 3 Schilder. Perfekto. Und der nächste. Jetzt hat er nur noch 2. Ein. Okay, wir haben alle bekommen. Direkt. Und jetzt beschwört er hier so ein paar Zombie-Männer. Oh yeah. Okay, das hat aber erstaunlich gut geklappt. Wir haben alle 3 auf einmal zurückgehauen. Und er hat direkt sein Schild verloren. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir sogar seinen Zombie-Stab, der Eisertor. Oh, geben wir den ganzen Loot, Baby. Okay, wir haben sehr viel Müll im Inventar. Den werfen wir einfach mal alles komplett weg. Ich versuche, nichts wegzuwerfen, was wir gerade Wichtiges bekommen haben. Hier sind natürlich noch eine ganze Menge... Hallo, einsamer Krieger. Jetzt bist du tot. ich wollte nichts wegwerfen, was wichtig wäre. Okay, ich meine, Bilder können wir mitnehmen. Wollen wir irgendwann mal Bilder bei uns aufhängen? Vielleicht, aber da gibt es auch coolere Möglichkeiten. Okay, wir haben unsere nächste Trophäe. Und zwar die Twilight Lich Trophy. Wir haben diesen Scepter of Life Draining. Das ist ziemlich cool, denn damit kann man so gesehen Monster aussaugen. Also man selber macht den Damage und ihr healt euch, wenn ihr das Ganze benutzt. Und ein paar verzauberte Goldsachen haben wir bekommen.
Okay, und ein Epic Shader, das ist cool. Habe ich noch nie irgendwas mitgemacht tatsächlich mit den Shadern, deswegen weiß ich gar nicht, wofür man die benutzt. Okay, das ist ziemlich cool. Und 51 Solidified Experience. Okay, ich bin schon mal zufrieden. Sollen wir noch zum nächsten gehen? Was wäre denn der nächste höchstwahrscheinlich? Ich glaube, der nächste ist das unten links. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne die Order leider nicht mehr genau. Wir bauen uns hier mal gerade wieder ein bisschen raus. So. Aber es gibt so coole Tempel hier drin noch. Also, oh, das ist auch ein cooler Raum. Es gibt hier noch so coole Tempel und so geile Blöcke, mit denen man es machen kann. Und die ich auf jeden Fall auch haben will, um damit was zu bauen. Da sind wir wieder. Und ich könnte ja mal ein Schneebiom gucken. Vielleicht, okay, hier können wir noch nicht rein. Sieht man da diesen, die krassen Partikeln. Das bedeutet einfach nur, du darfst hier noch nicht rein. Denn man kann erstens nicht abbauen, bei vielen der Dinge. Ich weiß nicht, ob es beim Schneebiom auch so ist. Und man hat eben immer so einen negativen Effekt, dass man irgendwie beeinträchtigt ist. Also hier hat man zum Beispiel diesen Schneesturm, sodass man nichts sehen soll. Und in dem Biom, das wir jetzt hier haben, da können wir, glaube ich, auch noch nicht ganz rein. Genau, da hat man nämlich diese schwarzen Dinger hier, die einen dann immer wieder beeinträchtigen. Da gibt es super coole Tempel, die ich unbedingt machen will. Aber hier gibt es, glaube ich, auch... Wow! Alter, was war das denn für ein Monster? Was war das denn? What? Da war gerade irgendein richtig... Da war gerade irgendein richtig krasses Monster, was mich blind gemacht hat. Oder war das nur eine Illusion, weil es halt dunkel war, einfach nur. Okay, ich habe keine Ahnung. Okay, aber dann müssen wir jetzt erstmal rausfinden, wo wir als nächstes hin müssen. Okay, gerade haben wir den Forest abgeschlossen, das heißt, wir haben die Naga und den Lich King besiegt. Und als nächstes geht es für uns in den Swamp, also in den Sumpf. Und da müssen wir den Minosaur töten, also einen Minosaurus, und die Hydra, was ziemlich cool ist. Wir haben, glaube ich, nur nicht unbedingt irgendwo ein Biom dafür. Ich weiß nicht, wo wir hin sollten. Nach oben oder nach unten. Wir gucken mal ganz kurz hier runter, denn ich glaube, das ist sogar das Minosauriengebäude, was wir da sehen. Dieser kleine Hügel auf der Minimap. Aber das gucken wir uns dann direkt an, wenn wir da sind. Das müsste hier irgendwo sein. Nope, das ist eine Erzhöhle. Okay, das ist auch eine ziemlich coole Sache eigentlich. Im Twilight Forest, da gibt es diese riesigen Berge hier, die auch auf der Minimap eingezeichnet sind. Und das sind eben solche... Wie soll man sagen? Erzhöhlen einfach nur. Da sind Trolle drin und das ganze Ding ist gefüllt mit Erzen. Können wir auch mal reingucken bei Gelegenheit. Aber jetzt müssen wir erstmal weiter zu unserem Minosaurus. Okay, ich suche ihn mal und dann sehen wir uns gleich, wenn wir den gefunden haben. Obwohl es da echt noch krass wird, ne? Vielleicht sollten wir erst gucken, dass wir eine Hydra finden. Weil eine Hydra, glaube ich, sogar leichter ist als ein Minosaurus. Aber hier haben wir, glaube ich, einen Eingang dafür, oder? Ist das nicht hier? Doch, das ist das Sumpfbiom. Genau, und hier ist unser Eingang, unser Tempel dafür. Da ist er! Okay. Hat sich der verändert? Ich glaube sogar schon. Aber es ruckelt gerade ein bisschen. Bist du der Minosaurus? Questing Ram? Ich will dich nicht hauen, ich weiß nicht, was du tust. Aber wie kann ich denn... Was mache ich mit ihm? Das kenne ich noch. Das ist neu im Twilight Forest. Questing Ram, okay. Ich nehme an, es ist kein Gegner, sondern eher irgendwas, das uns helfen soll. Ich meine, er macht uns keinen Schaden, er läuft einfach nur rum. Vielleicht kann man irgendwie mit dem reden oder man bekommt eben Quests von ihm und dann gibt man die hier wieder ab oder sowas. Sowas könnte ich mir vorstellen. Okay, aber dann war das nicht der Minotaurus. Schade. Okay, hier hinter mir ist nochmal ein Biom, in das wir gerade nicht gehen dürfen. Da regnet es nämlich und da ist es so saurer Regen oder so. Und ich meine, das ist sogar eins der letzten, wo wir hin müssen. Oder nicht in den Wolkentempel, sondern in so einen Dawn-Tempel oder sowas. Aber wir sind hier in einem weiteren ziemlich coolen Biom, was ich finde. Und das sind auch so Sachen, die ich haben wollte. Unter anderem diese Bäume hier. Also die riesigen Bäume finde ich super cool. Und auch diese kleinen Chars, die sie gibt. Hier sind praktisch Fireflies oder Glühwürmchen und sowas eingespeichert, keine Ahnung, wie man das nennt, eingesperrt, genau. Aber ich habe das nicht bekommen, glaube ich, ne? Oh, das ist ein Eichhörnchen, oh, das ist niedlich. Und denkt immer dran, you don't fuck with squirrels. So, gib mir das. Los, jawohl, okay. Dann davon würde ich ein paar mehr haben, da ist das andere auch, weil man die super cool als Deko benutzen kann, weil sie geben eben Licht ab und sie sind so ziemlich schön eigentlich. Das ist sehr, sehr viel beim Twilight Forest. Also hier manche Blöcke und Modelle und sowas sind so super cool. Auch aus dem Tempel von diesem riesigen Baum, den ihr gesehen habt, wo alles schwarz war. Da gibt es unter anderem auch so Blöcke, die man anklickt und die funktionieren wie eine Tür. Das heißt, man klickt die an, die Blöcke verschwinden für ein paar Sekunden und danach kommen sie wieder zurück. Und man kann eben dann in ein paar Sekunden hier durchlaufen. Da vorne sah man gerade die Dorn, die ich meinte. Für das letzte hier, das sind die Dornen. Da sieht man irgendwas von Lügen oder sowas. Aber da können wir noch gar nicht hin. Wir müssen immer noch den Minotaur oder die Naga finden.
Aber irgendwie ist noch gar nichts von denen hier weit und breit zu sehen, was sehr schade ist. Ich denke mal, ich werde einfach das nächste Mal ein bisschen weitersuchen. Wenn ihr auf jeden Fall mehr von Twilight Forest sehen wollt, dann schreibt das super gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. War jetzt mal eher wirklich eine Erkundungsfolge. Habe ich ja sonst noch nie gehabt, glaube ich, ne? Wirklich nur mal so eine Erkundungstour und euch den Twilight Forest ein bisschen zeigen. Aber ich sehe auf der Karte nicht wirklich was. Oder ich lese die Symbole falsch. Das kann natürlich auch sein. Gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, das war's heute von der heutigen Folge Autobots 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also da rein, habt einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.